Live. Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unsere Weihnachtspause ist vorbei. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich, dass ihr auch da seid und wünsche euch erstmal von Herzen ein gutes und schönes neues Jahr 2006. Uns gibt es dieses Jahr wieder so, wie ihr das von früher gewohnt seid. Und zwar in der Nacht von Montag, also von heute bis Freitag live in dieser altbewährten Form, nämlich als Telefon-Talkshow, als Talkradio-Show. Und ihr könnt mich anrufen und euch mit mir unterhalten über alles Mögliche und Unmögliche. Wir werden ab nächste Woche wieder zwei Themen in der Woche machen, und zwar dienstags und donnerstags. Diese Woche nur ein Thema und die restlichen Tage dann eine freie Themennacht. So auch heute Nacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir eine Freitemennacht, und das bedeutet, ihr könnt mich anrufen und mit mir sprechen über alles Mögliche und alles Unmögliche. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de. Und ich freue mich sehr auf meinen ersten Anrufer heute Nacht und in diesem Jahr. Das ist nämlich der Christian, und Christian ist 34 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass meine Freundin keinen Orgasmus kriegt beim Sex. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Wir sind ein halbes Jahr zusammen ungefähr, und sie hat es mir heute Abend zum ersten Mal gesagt. Ja. Bisher war das alles wohl dann vorgespielt nur. Wie hast du das empfunden, als sie dir das erzählt hat? Ja, das ist schwierig. Aber wie fühlt man sich da eigentlich? Ein bisschen komisch, ne? Weil man hat gedacht, das macht dir Spaß und alles. Und davon hat man vom Kopf geworfen, dass es nicht so ist, ne? Ja, also wahrscheinlich gehen dir da auch eine ganze Menge Situationen durch den Kopf in der letzten Zeit, wo ihr miteinander Sex hattet, wo du dachtest, es hat ihr auch gut gefallen, oder sie hatte auch einen Orgasmus und sie hat es nur vorgespielt. Ja. Ja, sie sagt, sie hätte Spaß daran, schon. Nur sie hat keine Gefühle dabei, empfindet nicht dabei großartig. Mhm. War das denn bei ihr früher anders, oder hat sie noch nie mit einem Mann einen Orgasmus erlebt? Wie gesagt, sie hat noch nie einen Orgasmus gehabt. Mhm. Hat sie schon längere Beziehungen früher mal gehabt? Ja. Ja? Ja. Und hat sie da mit ihren Partnern auch drüber gesprochen? Das nicht, nein. Nee. Sie sagt, mit mir zum ersten Mal. Ja. Ich meine, das ist ja dann auch schon mal ein Vertrauensbeweis, dass sie doch dann relativ schnell, ihr seid erst ein halbes Jahr zusammen, dass sie dann schon mit dir spricht und dir das sagt. Ist ja schon mal ganz gut. Ja, fand ich auch sehr gut eigentlich. Ja. So, nun hat sie es gesagt. Wie hast du reagiert? Was hast du ihr zurückgesagt? Oh. Puh, was habe ich ihr zurückgesagt? Also, ja, eigentlich, dass ich es sehr schade finde. Ja, aber man muss jetzt irgendwie sehen, dass man ja, irgendwas überlegt, wie es in der Zukunft jetzt weitergehen soll. Ja, richtig, genau. Und wir finden da einfach auch persönlich für uns keine Lösung großartig. Mhm. Findet, hat deine Freundin, wie alt ist deine Freundin? 23. Schafft deine Freundin das, mit sich selbst allein einen Orgasmus zu bekommen? Nein, auch nicht. Habt ihr da auch offen drüber gesprochen? Ja, etwas, ein bisschen. Ja, das heißt, du, so ganz genau weißt du nicht, ob sie auch masturbiert? Ob sie es mal gemacht hat, ob sie es regelmäßig macht. Weißt du das? Das weiß ich eigentlich persönlich selber nicht. Mhm. Ob sie es regelmäßig macht oder so. Ja. Also finde ich erstmal eine wichtige Fragestellung. Wenn man schon offen redet, kann man auch ganz offen reden und kann das besprechen. Die Frage, wie ist das bei der Selbstbefriedigung? Befriedigst du dich selbst und hast du dabei einen Orgasmus? Ja. So. Da ist erstmal wichtig, was sie sagt. Sagt sie ja, sagt sie nein? Sie hat wohl gesagt nein. Das heißt im Klartext, dass sie noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus erlebt hat. Ja, genau, so sieht's aus. Mhm. Mhm. Ich habe erst mal gedacht, das liegt vielleicht an mir persönlich, und man macht sich erstmal Gedanken darüber, ob man es vielleicht selber schuld ist und was man falsch macht vielleicht. Ja. Und mir liegt natürlich daran, dass meine Partnerin natürlich genauso viele Empfindungen hat wie ich. Ja. Also ich glaube keinesfalls, dass du dir da Vorwürfe machen musst. Ich glaube, dass das in erster Linie jetzt auch mal eine Geschichte ist, die deine Freundin betrifft. Natürlich dich auch als Freund. Aber wenn deine Freundin bisher noch nie in ihrem Leben auch mit sich selbst einen Orgasmus erlebt hat,
ist das auch erstmal ihre Problematik. Das heißt, sie kann auch nicht auf ihren Körper eingehen, sie beherrscht ihren Körper nicht, sie kann sich auch nicht so frei für sich entfalten. Das muss sie erstmal lernen. Damit muss sie erstmal versuchen zu experimentieren. Ich finde immer, ich sage immer, dass das der erste Weg für einen glücklichen gemeinsamen erste Schritt ist, dass man das für sich alleine, mit sich alleine schafft, hinzukriegen. Ja. Denn dann weiß man, wie der eigene Körper funktioniert, wie man es machen muss, wo man anfassen soll, wie und wo und so weiter. Und erst dann kann man sich auf einen Partner einlassen, kann dem Partner das eventuell auch erklären und mit ihm zusammen versuchen, das dann auch zu praktizieren. Ja. Also ich würde deiner Freundin raten, dass sie sich vielleicht erstmal auch auf sich konzentriert. Dass sie das versucht, mal für sich zu erleben, ganz, ganz losgelöst von der Partnerschaft. Und dass ihr das dann vielleicht auch mal zusammen macht. Dass ihr gemeinsam masturbiert. Warum nicht? Das kann man in der Partnerschaft machen. Das kann auch sehr anregend sein. Und dass sie auf diesem Wege, dass sie dich an sie heranführt und ihr das dann eventuell dann perspektivisch dann auch gemeinsam schaffen könntet. Ja, die sagte selber schon, sie hat eigentlich schon gar keine Lust mehr, eigentlich mittlerweile, ne, großartig. Weil sie einfach nichts bringt, diese Sache oder so, ne? Ja, aber du hast gerade gesagt, dass so die Sexualität sich schon irgendwie interessiert. Ja, das schon. Aber im Endeffekt kommt da nichts dabei raus. Und dann fand ich ein bisschen Lust schon daran, sage ich mal, ne? Sie ist doch der Einfühl dann gegenüber und alles. Ja. Und sie sitzt ja auch neben mir. Ach, sie sitzt neben dir? Ja, natürlich. Ja, bitte, dann gib sie mir doch mal bitte. Ja, kann ich dir geben. Ja, das ist ja natürlich die Gelegenheit schlechthin. Ich gebe dir mal. Ja, bitte. Ich freue mich. Ja, hallo Domian. Ja, das ist ja schön. Das ist ja toll, dass ich dich persönlich spreche. Ich dachte gar nicht, dass du da bist. Wie heißt du denn? Steffi. Steffi, das ist aber sehr mutig von euch, dass ihr hier anruft und in aller Öffentlichkeit darüber sprecht. Ja, mein Freund sagte das halt. Ja. Und er sagt, es muss halt mal mit jemandem drüber sprechen. Werden. Und so, jetzt habe ich gerade deinen Freund gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob du mich auch hast hören können. Ja, habe ich. Meine Frage ist, hast du für dich alleine bei der Selbstbefriedigung schon mal einen Orgasmus erlebt? Ich habe mich selbst befriedigt, aber dabei empfinde ich auch nichts, gar nicht. Wie oft hast du es versucht? Sehr oft. Ich habe auch mit meinem Partner vorher jede Menge versucht. Der wusste es zwar nicht, dass es so ist, aber ich habe von meiner Seite aus. Wir haben einen Dreier gemacht mit einem Mann, wir haben einen Dreier gemacht mit einer Frau, waren im Swingerclub, wir waren überall, aber es hat nichts gebracht, gar nicht. Ich glaube, wenn man in dieser Hinsicht Probleme hat als Frau, dass das auch gar nicht eine gute Sache ist, dann in den Swingerclub zu gehen oder gleich mit mehreren. Das ist erstmal ein Ding, was du für dich ganz alleine irgendwie auf die Reihe kriegen musst. Ja, wir waren jetzt auch nicht wegen Partnertausch da oder so, sondern halt, um uns auch zugucken zu lassen. Also so Sachen halt. Aber schon. Aber alles nicht. Mein Ex-Mann, der hat mir auch mal Rosen in die Badewanne getan oder so, weil er sagte jetzt im Nachhinein, er hätte es geahnt irgendwo, dass ich halt nie einen Orgasmus hätte und deswegen hätte er das auch alles gemacht. Also, hast du den Eindruck für dich schon mal gehabt, wenn du alleine mit dir Spaß gehabt hast, dass du irgendwie so kurz davor warst? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ist es also irgendwie passiert, empfindest du gar nicht viel? Beim Sex. Nein, und ich sag mal ganz ehrlich, es ist auch manchmal so, dass ich wirklich sage, oh, ich bin geil, ich will jetzt. Ja. Aber sobald ich, sag ich mal, ausgezogen bin, auch mit meinem Freund, das habe ich eben auch gesagt, dann ist es vorbei. Dann könnte ich aufstehen, mich wieder anziehen und dann ist das Thema für mich gegessen. Mhm. Auch danach, wenn wir es getan haben, dann stehe ich sofort auf und das ist für mich halt irgendwo danach schmusen, noch irgendwas. Ja. Weiß nicht, dann ist für mich die Luft vorbei. Und könnte mir vorstellen, dass das für dich auch dann vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Freund, mit dem Christian, auch so ein Gewissensproblem geworden ist, weil du ihm immer was vorspielen musstest. Es war für mich ein Problem, ja, weil ich hatte eine neue Partnerschaft und also ich hatte jetzt zwei feste Partnerschaften vorher. Mhm. Auch über längere Zeitraum, habe auch zwei Kinder mit meinem Ex-Mann. Ach so, das auch schon. Aber ich habe vorher viele Partner, also so Leute gehabt, sag ich mal, viel gewechselt oder meinen ersten Partner auch sehr oft betrogen mit anderen. Mhm. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber es waren mehrere da schon. Und ja. Bei gar keinem. Ja. Ich kann also machen, was ich will. 23 Jahre bist du. Ja. Und das ist natürlich ein großes Manko, wenn man die Sexualität gar nicht so richtig in allen Facetten und dann eben mit dem Höhepunkt erleben kann. Das müsste anders werden, ne? Ja, sicher. Ich war am Anfang des Jahres auch sehr krank.
hatte depressive Angst und Panikstörungen, habe auch eine Therapie gemacht und also das ist vorbei. Da geht es mal wieder gut, aber dieses Sexuelle halt. Hast du in der Therapie dieses angesprochen mit dem mit der mangelnden Fähigkeit? Nein. Warum nicht? War mir peinlich. Ich habe da heute eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Aber umso erstaunlicher, dass du das jetzt hier machst, in aller Öffentlichkeit. Ja, das war so, weil mein Freund gestern Abend auch sagte, er würde gern zweimal hintereinander gerne. Ja. Oder gerade, weil er sagt, wir haben also in dem halben Jahr jetzt vielleicht 5-6 Mal miteinander geschlafen, öfters nicht. Und er sagte auch gerade für eine neue Beziehung, ob ich ihn ja nicht lieben würde. Ja. Das wäre ja blöd, weil gerade wenn man frisch verliebt ist, macht man es ja. Ich glaube, dass du schon mal das Richtige gemacht hast, nämlich du hast ihm das gesagt. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. So, jetzt muss auch der nächste Schritt folgen. Der nächste Schritt war jetzt, dass wir hier gesprochen haben. Ja. Und daraus muss natürlich noch mehr resultieren. Ich würde jetzt vorschlagen und dich bitten, aufzulegen, und wir rufen dich gleich nochmal an, dass du Gelegenheit hast, mit meiner Psychologin zu sprechen. Ja. Die Psychologin wird dir mal ein paar Literaturtipps geben. Es gibt ganz schlaue Bücher, wo beschrieben wird, wie Frauen sich selbst befriedigen. Ja. Das ist das eine. Aber das andere könnte auch sein, dass das ein schwerwiegenderes Problem ist, dass da vielleicht doch nochmal eine therapeutische Hilfeleistung vonnöten ist. Ja, mein Freund hat mich auch schon gefragt, ob ich irgendwie sexuellen Missbrauch erfahren habe oder ob irgendwas vorgefallen ist, aber das ist es nicht. Ja. Also gut, es kann ja sein, dass da irgendwas ist, was dir gar nicht bewusst ist, wo man vielleicht dann doch nochmal von außen dir etwas helfen sollte und helfen könnte auch. Mhm. So, Steffi, du legst auf, wir rufen nochmal an. Ja, gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich glaube, das Eis ist gebrochen, dass das jetzt auch irgendwie dann in den nächsten Wochen, Monaten dann auf Vorrang geht. Ja, gut. Alles Liebe, alles Gute und nochmal schönen Gruß an Christian. Ja, mach ich. Tschüss. Danke. Tschüss, Domian. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der gesagten und besagten Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wir haben heute eine Freitemennacht. Wir sind heute wieder zum ersten Mal auf Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir senden hier live aus Köln und das ist eine Telefon-Talkshow, falls ihr zum ersten Mal reingezappt seid. Und ihr könnt mich anrufen und wir können über alles plaudern und reden und diskutieren und streiten, was ihr mögt. Ihr müsst es nur vorschlagen. 0800 220 5050. Und weiter geht es mit Jasmin. Und Jasmin ist 26 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo Domian. Schönen guten Morgen. Morgen. Um was geht es bei dir? Und zwar geht es darum, dass ich jetzt seit 6 Jahren Single bin. Seit 6 Jahren? Ja. Lange Zeit, ne? Wenn man 26 ist. Wie kommt das? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich habe so, also manchmal denke ich, es liegt einfach daran, ich habe ein Kind und möchte nicht, dass sich mein Kind an irgendeinen Partner gewöhnt, der irgendwann wieder weg sein könnte. Mhm. Aber hundertprozentig kann ich dir das nicht sagen. Wie alt ist das Kind? 6. 6 Jahre. Mhm. Und der Vater des Kindes ist wo, wie? Wo er ist, weiß ich nicht. Er ist weg. Er ist weg, also schon, das heißt direkt nach der Geburt, oder? 5 Wochen nach der Geburt. Warum? Weil er meinem Sohn gegenüber gewalttätig war. Oh, dem kleinen Kind gegenüber? Mhm. Was hat er gemacht? Er hat meinen Sohn geschlagen, weil er geschrien hat. Mhm. Mhm. Und hast du gesagt, jetzt ist Schluss, verlass uns und ich will alleine mit dem Kind sein und das Kind alleine aufziehen. Genau. Ja. Hat er sich dann gleich von dir gelöst oder gab es da noch Theater? Nee, wir sind dann gegangen. Wir waren bei ihm zu der Zeit und sind dann gegangen. Und nee, gar nichts mehr. Also nicht. Er zahlt keinen Unterhalt oder er meldet sich auch nicht vorbei. Ja. Ja. Wie viele Männer hattest du vorher schon vor ihm? Er war mein Erster. Ach, er war der Erste. Mhm. Er war der Erste. Hast du ihn geliebt? Ja, ja. Mhm. Er wollte aber wahrscheinlich das Kind nicht, so wie du es sagst. Er wollte es. Das ist noch das Lächerlichste, weil er wollte es. Es war von ihm, dass er einen Kinderwunsch hatte, weil er schon einen Sohn hatte, den er nicht sehen durfte oder wo der Kontakt abgebrochen war. Und den Wunsch habe ich ihm damals erfüllt. Und heute hat er noch 5 andere Kinder. Er hat noch 5 andere Kinder und kümmert sich um euer Kind überhaupt nicht. Er kümmert sich um gar kein Kind. Über gar kein Kind. Mhm. Mhm. Hast du ab und zu noch Kontakt mit ihm? Gar nicht. Gar nicht mehr. Mhm. Ja. Also ich habe auch keine Telefonnummer. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Ich weiß gar nicht. Also dieser Mann ist letztendlich für dich auch aus deinem Leben verschwunden? Ja, so kann man es nicht sagen, weil mein Kind hat halt auch Fotos von ihm. Ich zeige mein Kind auch, wer sein Vater ist, weil ich möchte es ja nicht verschwinden.
schweigen. Hast du Sehnsucht nach ihm doch Nein, noch? Nein, ich habe Hass gegen ihn. Ach so. Ja. Also da ist keine heimliche irgendwie Gedanken, ach, käme er doch nochmal zurück zu uns. Nein. Und das nicht. Ne? Also ich denke gar nicht an ihn. Und es sei denn, mein Kind kommt und fragt über seinen Papa irgendwas. Mhm. Oder Du warst 20, als er dich verlassen hat, ungefähr. Wie lange? Ich habe ihn verlassen. Also du hast ihn verlassen. Ja. Wie lange wart ihr vorher zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Mhm. Jasmin, hast du denn Sehnsucht nach einer neuen Liebe? Sehr. Sehr. Also es ist auch so, dass ich oft hier sitze und weine. Und, Was unternimmst du denn? Oder unternimmst du überhaupt irgendetwas, um Männer kennenzulernen, Jungs kennenzulernen? Also ich gehe sehr wenig weg, weil mir mein Sohn irgendwie immer wichtiger war. Mhm. Und ich habe auch mit meinem Kind jetzt erstmal meine Ausbildung machen wollen. Bin jetzt fertig. Und das war, habe ich immer so auch in den Vordergrund gestellt. Ja. Das heißt, du bist jetzt mit der Ausbildung fertig? Mhm. Was hast du gelernt? Bürokauffrau. Bürokauffrau und ein kleines Kind großgezogen. Ja. Respekt. Das finde ich schon mal ganz toll. Das alles auf die Reihe zu kriegen, finde ich klasse. Finde ich toll. Ich verstehe schon. Immer so war, dass der Vorwand auch, ich kümmere mich um das Kind, ich muss erst was lernen. Und es ist auch eine Angst da, ne? So wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Es könnte sein, dass er jemand ist, der vielleicht mit meinem Kind nicht toll umgeht oder das Kind gewöhnt sich an den und dann ist er wieder weg und so weiter. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass du dich von der Angst nicht leiten lassen darfst, Jasmin. Ich glaube, dass du ein gewisses Risiko eingehen musst. Ich habe zum Beispiel, also es ist ja nicht so, dass ich nicht angesprochen werde oder so, aber ich reagiere dann auch immer irgendwie so, dass es eigentlich total schwachsinnig ist. Mhm. Also, wie reagierst du? Ich habe deinem Kollegen schon ein Beispiel genannt, dass ich, als ich morgens zur Arbeit gegangen bin, von einem sehr, sehr netten und interessanten Mann beobachtet worden bin und er mich dann auch angesprochen hat, ob wir nicht mal Kaffee trinken wollen. Mhm, und ich habe dann zu ihm gesagt, ich bin verheiratet und muss jetzt arbeiten und bin einfach gegangen. Und ich war ja nie verheiratet und ich war total schockiert von mir selber, wieso ich das überhaupt sage. Wann ist das passiert? Von einem halben Jahr. Von einem halben Jahr. Aber man kann ja immer aus solchen Vorkommnissen, wenn die auch einen schockieren, wie du es gerade gesagt hast, kann man ja daraus auch lernen. Man kann sich fragen, warum tut man das? Und vor allen Dingen kann man einen Entschluss fassen, wie man sich beim nächsten Mal verhalten will und sollte. Mhm. Also im Prinzip war das ein Fehler, meinst du, dass du den belogen hast, den Mann? Ja. Ja, finde ich auch. Mhm. Das finde ich definitiv auch so. Ich finde, Jasmin, natürlich gibt es keine Garantie, dass du einen guten Typ findest, der dann auch vielleicht länger bei euch bleibt, der auch das Kind so annimmt, wie du es gerne möchtest. Das ist natürlich alles ein Risikospiel, wenn man sich auf etwas Neues einlässt. Aber ich finde, du solltest das tun und du solltest da mutiger rangehen. Du musst ja nicht gleich mit dem Mann, wenn du jetzt einen kennenlernst, gleich die absolut dicke Beziehung führen. Du kannst dich erstmal rantasten. Du kannst ja erstmal, das ist ja auch dein gutes Recht, mal abtasten, wie steht der zu Kindern überhaupt? Wie steht der zu deinem Kind? Wie geht er mit deinem Kind um? Wie reagiert dein Kind auf den, wenn du ihn mal einlädst? Und so würde ich mich dann allmählich vortasten, um dann irgendwann zu entscheiden, ja, das ist der Richtige oder mit dem könnte ich mir das vorstellen. Aber du musst offensiver werden und lerne aus diesem Vorfall, den du mir gerade geschildert hast, dass das einfach falsch war und aufgrund einer Blockade wahrscheinlich war und erklärbar ist, was du da gemacht hast. Ja. Die Sehnsucht ist da. Ja, und ich habe ja auch so einen Traum von der Familie und so, also so einen Wunsch, wie ich mir mein Leben weiter vorstelle und so. Und da fehlt halt auch der Partner. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn du mir sowas schilderst, das war dein erster Typ, das war euer Wunschkind. Und der Kerl schlägt dieses kleine Baby, das mal gerade ein paar Monate oder Wochen alt, ein paar Wochen alt ist, hast du gesagt, genau. Dass man da auch sehr geschockt ist. Ja. Sehr. Okay. Und dass man da erstmal die Schnauze voll hat von Typen. Erstmal. Oder vorsichtig ist. So, und dann hattest du dein festes Vorhaben, ich will den Jungen durchbringen und ich will auch eine Ausbildung machen. Dass du da erstmal sehr beschäftigt warst mit 1000 Sachen, kann ich verstehen. Aber nun sind 6 Jahre ins Land gegangen. Ja. Und jetzt ist auch nochmal ein anderes Leben angesagt. Du bist eine junge Frau von 26 Jahren und da soll ja auch noch ein bisschen was passieren.
Also geh einfach, ich würde sagen, versuch einfach viel locker an die Sachen ranzugehen und gib auch mal den neuen Sachen eine Chance, die sich da so entwickeln könnten in deinem Leben. Ja. Ich glaube, das geht nur so, indem man sich das vornimmt und wenn man dann auch mal ein paar Rückschläge wieder erlebt, dann ärgert man sich, aber dann beim zweiten, dritten oder vierten Mal, dann schafft man das auch. Geh auch mehr raus. Hast du Leute, die sich ein bisschen um dein Kind kümmern, wenn du mal samstags auf die Piste willst? Geht das? Ja, schon, aber da fühle ich mich halt auch nicht so wohl, wenn ich dann abends weggehe oder so. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich dann irgendwie, das ist alles so irgendwie wie soll ich das sagen, also die Leute denken anders als ich. In meinem Alter, also ich lerne viele Leute dann kennen, die an Party denken oder Männer, die dann nur eine Nachtsex wollen und Familie nicht wichtig ist oder so. Kann ich verstehen, dass natürlich Frauen in deinem Alter, die noch nicht so eine Vergangenheit haben und so eine Biografie wie du sie hast, dass sie vielleicht noch viel, viel anders, dass sie anders drauf sind, vielleicht auch oberflächlicher drauf sind. Ja. Vielleicht. Aber das ist dann auch egal. Da musst du dich halt unter das Volk mischen. Und nur so hast du die Chance, auch auf Leute zu treffen, wenn die auch rar gesät sind, die in deinem Sinne ticken. Ja. Ich finde, dass du das machen kannst. Du kannst nie darauf hoffen, dass du immer nur auf Gleichgesinnte triffst. Das ist auch langweilig. Ja. Geh raus und geh ins pralle Leben und setze dich den Dingen aus und irgendwas wird geschehen. Und das wird dich weiterbringen. Ja. Bin ich ganz sicher. Du musst es tun, Jasmin. Und ich ermutige dich dazu und ermuntere dich dazu. Ja, muss ja. Ich werde immer älter. Ja, genau, du wirst immer älter. Aber das ist ja alles noch sehr im grünen Bereich mit 26. Da bin ich noch sehr optimistisch, dass das noch alles gut ist. Ich hoffe es, Domian. Also raus und mach dir nicht so viel im Kopf und versuch wirklich offensiver an die Leute ranzugehen. Okay, ja? Alles Gute, viel Glück. Danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch hinweisen, jetzt schon mal an dieser Stelle auf unser Thema am Donnerstag. Diese Woche machen wir nur ein Thema, weil wir gerade angefangen haben. Und wir fangen gleich mit einem sehr schwierigen und tabu belasteten Thema an. Das Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mit Menschen sprechen, die Opfer von Frauen sind. Mit Menschen, die von Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben. Das ist ein großes Tabuthema, immer noch bei uns in unserer Gesellschaft. Aber ich weiß es aus Erfahrung hier aus der Sendung und auch aus anderen Quellen, dass das eine große Grauzone ist. Frauen, die Sexualstraftäterinnen, Sexualstraftäter sind. Ich möchte gerne mit Opfern von Frauen sprechen und ich möchte auch sehr gerne mit Täterinnen sprechen, sofern sie den Mut haben, sich hier bei mir zu äußern. Ich hatte ja im Herbst eine ältere Anruferin, die mir erzählt hat, dass sie mit ihrem Sohn geschlafen hat, als er 15 Jahre alt war. Sie den Sohn zur Sexualität verführt hat und sie hat bei mir hier in der Sendung drüber gesprochen, voriges Jahr im Herbst. Also, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt weibliche Sexualstraftäter. Und wenn ihr euch daran beteiligen möchtet, dann könnt ihr euch natürlich schon per Mail bei mir hier anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht heute und hier ist Michael und Michael ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Michael, hallo. Guten Morgen. Ja. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon, dann hören wir dich besser. Ja. Guten Morgen. Ja, und was geht's bei dir, Michael? Bei mir geht es darum, dass ich Damenwäsche trage. Dass du Damen... Und das auch in der in der Ehe auslebe. Dass du Damenwäsche trägst? Ja, also komplett. Ja. Unterwäsche bis Strumpfhose bis Rock und Bluse. Ja, du bist verheiratet? Ja. Wie lange schon? Ich bin seit 15 Jahren verheiratet. 15 Jahre? Ja. Habt ihr Kinder? Ja. Ja. Wie alt sind die Kinder? 12, 14 und 9. 5, 14 und 9. Wissen die Kinder davon auch etwas? Ja. Bitte? Ja, sie wissen es. Die wissen es? Ja. Hast du deine Frau, du sagst, du bist 15 Jahre verheiratet mit deiner Frau, hast du deiner Frau das von Anfang an erzählt? Gab es damals schon diesen Trieb bei dir? Nein, die gab es noch nicht so.
Wann ist der entstanden? In welchem, wie alt warst du da? Du bist jetzt 39? Als ich so 30 war. Vor 9 Jahren? Ja. Ungefähr. Mhm. Wie hast du es bemerkt? Wie hast du es gespürt? Ich einfach. Es war ein Wintertag. Meine Frau hatte Stiefel angehabt. Mhm. Und ihre bestrumpften Füße haben gestunken wie Käse. Und die Strümpfe haben gestunken? Ja. Ja? So richtig wie halt Käse, so ganz ulkig. Ja. Und da habe ich, also als ich die Strumpfhose die weggelegt habe, habe ich die einfach mal angezogen. Mhm. Ihre getragene Strumpfhose. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mich das halt erregt. Mhm. Dass mich sowas schon am Blick erregt, das wusste ich schon vorher. Ja. Und damit hat es halt angefangen. Ja, also das war der Anblick und das war der Geruch. Ja. Das war aber noch heimlich am Anfang. Ja, am Anfang war es heimlich. Wie lange hast du es heimlich gemacht? Halbes Jahr oder so. Bitte? Halbes Jahr habe ich das heimlich gemacht. Jahr. Mhm. Und da habe ich das hier gestanden. Mhm. Man kann es ja nicht so gut mit klar, und mittlerweile kommt es so gut mit klar. Sie kommt gut mit klar. Ja. Und mittlerweile ist es auch nicht nur die Strumpfhose, sondern, wie du gerade gesagt hast, alles, was Frauenkleidung so betrifft. Also du hast Frauenschuhe, du hast Strumpfhosen, Röcke, ja. BHs. Ja. Mhm. Wann ziehst du diese Sachen an? Zu Hause ziehe ich sie an. Ja. Also außerhalb des Hauses weniger. Und das schlecht. Ja. Das habe ich nicht verstanden. Also zu Hause, es geht nicht außerhalb des Hauses. Es geht nicht außerhalb des Hauses. Ja. Zumindest nicht, wenn wir zu Hause sind. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast Kinder, die sind alt, 14 Jahre, 9 Jahre, 5 Jahre. Ja. Sehen die das dann auch, wenn der Papa als Frau rumläuft? Ja, die sehen das. Und haben die sich nicht gewundert? Oder sind die? Die haben sich am Anfang gewundert, ja. Wobei, das habe ich ihnen aber erklärt. Ja, wobei zwei sind da ja mit groß geworden dann, ne? Ja. Mhm. Der 14, oder die 14-Jährige, da war das vielleicht... Naja gut, die war auch noch sehr klein, oder der war klein. Ja. Und wie erklärst du den Kindern das? Wie erklärt ihr den Kindern das? Ja, wir erklären denen das so. Wir haben dir das früher so erklärt, dass ich halt auch dran Spaß habe, die Sachen zu ähnliche Sachen zu tragen wie meine Frau auch. Verstehe, das ist vielleicht für die Kinder auch so ein Spaß, wie sich verkleiden. Und ja. dann ist das okay. Ja. Jetzt hast du gerade. Am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass du das auch mit in die Sexualität, dass ihr das mit in die Sexualität einbaut, ja. in eure eheliche Sexualität. Ja. Was heißt das denn konkret? Dass sie auch mal mehr den männlichen Part gibt, auch wenn sie weibliche Kleidung hat. Sie mal mehr das, was sonst der Mann immer macht. Mhm. So dieses Drängen. Dass sie mir dann mehr versucht, unter den Rock zu gehen und ich Achso. quasi auf die Finger klopfen oder so. Achso, das sind dann so richtige so Rollenspiele quasi, die ihr da macht. Ja. Ja. Ist es dann so, dass ihr euch da irgendwie wie Lesben fühlt? Was? Wie meinst du? Ist das so, dass ihr euch da wie lesbische Frauen fühlt, wenn du verkleidet bist als Frau? So ein bisschen. Ja. Also auf jeden Fall macht es dich sehr an, erregt es sich sexuell. Ja. Dass du quasi als Frau auftrittst vor deiner Frau. Ja. So kann man sagen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ihr im Bett liegt und Sex miteinander habt, gehören da auch gewisse Dessous dazu und du hast unter Umständen einen BH an und so weiter? Ja. Ist das so? Mhm. Unter Umständen, ja. Ja. Unter hin und wieder ist auch schon gefallen, das ist klar. Bitte? Hin und wieder ist auch schon gefallen, dass die Frau ausgezogen ist. Ach so, dann war alles weg. Ja. Ja. Aber dann schläfst du schon mit deiner Frau so, wie was man so als normal betrachtet zwischen Mann und Frau. Ja. Das schon. Mhm. Das schon. Mhm. Das irgendwann schon, meistens zumindest. Erzählst du mir das alles mit so einer bisschen, habe ich den Eindruck, schwermütigen Stimme?
eigentlich müsste das doch ganz toll sein. Deine Frau macht das mit und ja, klar. Es ist kein. Oder ist da doch irgendein Problem? Das Problem ist halt. Bitte? Das Problem ist halt, dass das im Ort, in der Ortschaft keine durch irgendeinen dummen Umstand rauskriegen darf. Also. Ach so. Naja, muss ja auch keiner rauskriegen. Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich in gewisser Weise eine Problematik, dass ihr, dass die Kinder einbezogen sind. Ja. Wissen die Kinder auch um diese sexuelle Komponente? Nein, das wissen sie nicht. Nein, und das würde ich euch auch dringend raten, das rauszulassen, weil das finde ich, das kann man Kindern nicht zumuten. Ich finde, das ist schon grenzwertig, was ihr da macht, aber wenn man das so verkauft als Spielerei. Aber das kann natürlich sein, dass es durch die Kinder nach außen dringt, oder? Nee, das denke ich weniger, dass sie da so drüber sprechen. Also habt ihr es ihnen verboten, darüber zu sprechen? Nein, das nicht. Soll mich verboten, das 13, umso mehr. Das ist richtig, ja. Wie oft kommt das denn vor, dass du das zu Hause machst, dass du zu Hause als Frau dann auftrittst? Einmal die Woche, zweimal die Woche. Und das ist dann für die Kinder ganz normal, wenn der Papa sich wieder in Schale geschmissen hat? Ja. Ja. Dass ich da quasi manchmal auch in Stiefel drumrenne, sowas. Wo kauft ihr denn die Sachen ein? Also ich will jetzt keine Geschäftsnamen wissen. Fahrt ihr da weiter weg von eurem Ort, um die Damen Sachen für dich zu kaufen? Oder bestellt ihr die? Wie macht ihr das? Ja, wenn entweder eine Großstadt. Oder bestellen, ja. Ziehst du denn die Sachen, probierst du die dann in der Damenabteilung auch an? Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Und deine Frau ist dabei? Ja. Und wie ist das dann bei den Verkäuferinnen? Wie reagieren die darauf? Unterschiedlich. Manche können damit umgehen, manche merkt man schon. Dass die nachdenklich werden. Manchmal merkt man schon, da geht man besser. Ja, ja. Man merkt das ja schon, wenn man bei den Kostümen guckt oder so. Die dann gucken, wenn die ganz normal gucken, dann kann man vielleicht eins kaufen, sonst geht man bis zum anderen Geschäft. Also Michael, dass du mit deiner Frau da so eine Einigung gefunden hast, so eine Ebene, ist super. Da kannst du froh sein. Es hätte auch sein können, dass deine Frau völlig entgegengesetzt reagiert und gesagt sie hätte sagen können, mit mir nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Das ist ja super. Das ist absolut super. Ihr müsst nur sehr vorsichtig, sage ich nochmal, mit den Kindern handeln, dass das wirklich eine ordentliche Bahn nimmt. Okay. Ihr müsst es ja nicht rausposaunen. Und wenn ihr beide dicht haltet, dann erfährt das ja auch keiner im Dorf oder Ort. Ist das ein sehr kleiner Ort, in dem du wohnst? Mittelgroßer. Mittelgroß, ja. Sehr klein nicht. Oder ist es dir irgendwie ein Bedürfnis, auch mal als Frau raus auf die Straße zu gehen? Wir sind schon mal bei uns im Ort nicht, aber in der großen Stadt. Wo wir mal im Hotel waren, da sind wir schon mal so über die Straße gegangen. Ach so. Wie zwei Freundinnen quasi. Ja. Es ahnt überhaupt niemand was in deinem Umfeld? Nein. Nein, also bei der Arbeit, ich frage mal jetzt nicht, was du arbeitest, das würde mich interessieren, aber ich frage mal nicht, weil ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute dich erkennen und da irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Also kein Arbeitskollege ahnt etwas, keine Verwandtschaft ahnt was, nichts. Nein. Also, nee. Ja, der Michael, der lebt es doch für euch beide so weiter. Und wenn du Spaß dran hast, auch mal in der Öffentlichkeit als Frau aufzutreten, setzt euch beiden, ihr beiden Mädels euch ins Auto und fahrt in die nächste Metropole und ja, geht da eben wie zwei Freundinnen spazieren. Ja, wobei meine Frau auch ein sehr weiblicher Typ ist. Bitte? Wobei meine Frau auch ein sehr weiblicher Typ ist. Ich habe das immer nicht verstanden. Was für ein Typ ist sie? Sie ist auch ein sehr weiblicher Typ. Ja, ja. Also so lange Hose kennt sie quasi gar nicht. Ich verstehe. Ja. Aber im Prinzip ist doch alles okay, oder? Ja. Ich frage deshalb, weil du klingst irgendwie so traurig. Ja, dass man das halt in der Öffentlichkeit nicht so auslegen kann. Ja. Das ist ein bisschen traurig.
Natürlich, das ist in kleineren Orten ist das auch eine Überlegung, ob man sich das Spießrutenlaufenden antut oder ob man sagt, okay, das passiert in unseren vier Wänden und wir fahren in eine große Stadt, wenn ich da leben will. Vielleicht muss man auch manche Sachen vielleicht in einem bestimmten Rahmen leben und vielleicht ist es einfach für euch und eure Familie und eben auch für deine Kinder gut, wenn das dann nicht an die große Glocke gehängt wird. Ja, die fahren so klar relativ mit die große Ortschaft ist am besten. Ja. Fahrt raus. In der großen Stadt erkennen und umstehen drei Straßen weiter, Leute noch nicht mal genau. Die Straße so ungefähr. Genau. Also lebt es in dem Rahmen weiter, wie ihr es bisher gelebt habt. Und wenn die Sehnsucht nach draußen geht, fahrt weiter weg. So würde ich es machen, Michael. Ja. Schönen Gruß. Du wolltest noch was sagen? Und was noch eine große Leidenschaft von mir ist so getragene Strumpfhose von ihm mit zur Arbeit zu nehmen, in der Aktentasche oder so. Ich verstehe. Dass ich dann gerade jetzt im Winter, wenn sie jetzt total verschwitzte Strumpfhose den ganzen Tag die Stiefel angehabt hat, ja. Ich am nächsten Tag mitnehme. Ja. Dann zu riechen. Kannst du ja auch machen, wenn du die in der Tasche versteckst, ist ja auch nichts weiter einzuwenden. Ja. Lieber Michael, grüße herzlich deine Ehefrau von mir und alles Liebe, alles Gute und passt auf eure Kinder auf. Alles Gute. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, nur zu, ran ans Telefon oder mailt uns unter domian@wdr.de. Marianne ist hier. Marianne ist 37 Jahre alt. Hallo Marianne. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Dein Thema, deswegen rufst du an. Ja, und ich ruf aus folgendem Grund, also es hängt eigentlich alles so zusammen. Also ich habe eine recht seltene, in Deutschland unbekannte Stoffwechselstörung, die ist angeboren. Wie nennt man die? HPO oder Kryptopyrologie. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. HPO, abgekürzt? HPO, ja. HPO, Und ich bekomme meine Medikamente teilweise aus den Niederlanden, weil das da bekannt ist und ein Arzt auch ein Buch darüber geschrieben hat. Der hat eine Klinik. Und mit dem telefoniere ich ab und zu. Und ich bin auch 15 Jahre psychologisch behandelt worden deswegen. Weil es eben Borderline-Symptom sehr ähnliche Symptome hat. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil du sagst, eine Stoffwechselerkrankung. Benenn uns doch mal oder mir mal die Symptome, wie sich diese Krankheit bei dir bemerkbar macht. Ja, also im Moment zum Beispiel habe ich extreme Herzrhythmusstörungen. Ich konnte jetzt nicht mehr zu meinem Medikament gehen. Ich kriege normalerweise Beta-Blocker auch. Sonst würde ich das Medikament auch nicht immer vertragen in der Anfangsphase, weil ich noch in der Anfangsphase bin. Und ich habe eben auch eine Schilddrüsenerkrankung, eine chronische, die daraus entstanden ist. Also es ist die erste Erkrankung, die danach folgt, wenn das nicht behandelt wird. Und bei mir ist es ja 35 Jahre nicht behandelt worden. Und das ist eine extreme Muskelschwäche, sodass ich also auch ein Dreivierteljahr total bettlägerig war, bis ich eben jetzt dieses Medikament bekommen habe. Jetzt kann ich sogar teilweise schon wieder mal zum Supermarkt gehen. Ansonsten, also man hat extreme Konzentrationsstörungen, manchmal Atemnot, Panikattacken, also ich denke auch viele Angst- und Panikpatienten könnten diese Erkrankung haben. Und also eine körperumfassende Symptomatik ist das. Ja, es ist also wirklich alles. Also man hat gelbe Beine zum Beispiel und alles, also die Schilddrüsenerkrankung hat auch ähnliche Symptome. Deshalb weiß ich gerade im Moment da nicht, ist es jetzt die Schilddrüse, muss ich das Hormon wieder erhöhen oder ist es jetzt Symptomatik der Stoffwechselerkrankung? Jetzt hast du gerade gesagt, du bist 37 Jahre alt. Ja. Man hat das 35 Jahre nicht diagnostiziert. Daraus schließe ich, dass du das von Kindheit an hast, diese Erkrankung. Also es ist eine sehr schleichende Erkrankung. Man verliert B6 und Zink in extremem Maße, was man mit Lebensmitteln nicht mehr auffüllen kann. Das heißt, es schleicht langsam ein. Man hat mal eine Allergie, man hat Nasennebenhöhlenentzündung und da wird es immer mehr. Ja. Und die Belastung, also man kann keinen Stress ab, die Belastung wird immer größer. Ja. Und irgendwann gehen immer mehr Sachen im Körper eben kaputt. Wie kam es denn dann, dass vor 2 Jahren, eben als du 35 Jahre alt warst, wie kam es, dass man das diagnostiziert hat? Weil mich mehrere Leute auf meine Schilddrüse angesprochen haben, weil mein Hals so dick war und ich immer gesagt, ich hab nichts, weil ich schon so auch da in der Maschinerie drin war, dass ich psychologisch krank muss, weil mir das alle eingeredet haben und mir auch Missbrauch eingeredet worden in großer Form und
alles Mögliche. Also dadurch ist der Stress eigentlich und die Krankheit verschlimmert worden, dass mir psychologisch viel eingeredet worden ist. Also man hat sich völlig verwirrt aufgrund verschiedenster Diagnosen und du dadurch wahrscheinlich seelisch noch fertiger geworden bist. Und das hat den Stress ausgelöst und dadurch habe ich noch mehr B6 und Zink verloren und dadurch ist die Erkrankung, hat sich verschlimmert, hat die Schilddrüse auch angegriffen durch die ganze Psychotherapie, diese Übertherapierung. Ja. Und dann habe ich eben die Schilddrüse, ist dann vor 6, 8 Jahren, schätze ich mal, angefangen auch kaputt zu gehen. Also ich merke schon, eine sehr komplizierte und sehr schwerwiegende Krankheitsgeschichte für dich. Jetzt bist du an diesen Mediziner in Holland gestoßen. Ja, Gott sei Dank. Gestoßen. Und der hat diese Erkrankung, diese, wie du es abgekürzt nennst, HPO, Stoffwechselerkrankung, diagnostiziert, die sehr selten auf der Welt ist, sagst du. Nee, es gibt in Amerika, ist sie unter Malve-Faktor bekannt oder Mauve und in den Niederlanden unter HPU. Mhm. Ich habe jetzt auch einen Hausarzt in Bremen, wo ich herkomme, dem ich auch das Buch gegeben habe. Ich habe 2 Bücher von dem Dr. Kamstieg aus den Niederlanden und der hat auch schon ein Seminar besucht, wo also auch schon eine Dreiviertelstunde über HPU kurz am Rande mal erwähnt wurde. War der Grund deines Anrufes, über diese Erkrankung mal zu sprechen, oder gibt es auch noch einen anderen? Ich bin an die Medien schon gegangen, die wollten davon nichts wissen, weil ich weiß, dass es, ich habe auch übers Internet schon Leute kennengelernt, die auch die Erkrankung haben und es interessiert die Medien überhaupt nicht, also Stern TV nicht, Spiegel nicht, Fokus nicht, dass so viele darunter wahrscheinlich leiden und die Schilddrüsenerkrankung, 20% von den Hashimoto-Schilddrüsenerkrankten haben noch andere Erkrankungen und gehen von Arzt zu Arzt und irgendwann bringen die sich selber um. Also Dr. Kamstieg in den Niederlanden hat mir erzählt, bei ihm rufen tagtäglich Leute an, die weinen und sind verzweifelt und bringen sich auch teilweise danach um, weil sie nicht mehr wissen, weil die Krankheit nicht anerkannt wird. Es ist sogar schon eine Petition an die Bundesregierung gegangen über HPU. Das weiß ich auch von jemandem. Nun ist es natürlich sehr schwierig, auch natürlich völlig unmöglich im Rahmen einer solchen Sendung hier, wo ich jetzt nur einen Betroffenen, der seine sehr subjektive Sicht darstellt, da eine objektive Information zu liefern. Das können wir natürlich auch nicht. Nein, ich bin aber auch verzweifelt, weil ich habe alle meine Freunde verloren, weil ich einfach nicht mehr mobil bin. Mhm. Ich habe jetzt meinen Partner während der Erkrankung, wo das jetzt schon so schlimm wurde, kennengelernt und ich habe auch oft Selbstmordgedanken und weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden kann, weil ich habe nur meinen Freund und aber du bist doch jetzt Familie. Aber du bist jetzt in erzig guten Händen, wie du sagst. Na, übers Telefon. Ich kann den Doktor, ich kann ja nicht in die Niederlande fahren. Ich habe kein Geld. Ich kann doch nicht arbeiten. Ich kann doch schon lange nichts mehr machen. Also liegt dir sehr viel daran, über diese Diagnostik, über diese Krankheit HPU aufzuklären? Oder die da Leute? Da liegt mir auf alle Fälle was dran, weil ich weiß, und dass viele daran leiden und dass es in Deutschland noch nicht durchgesickert ist. Jetzt mache ich mal einfach einen Vorschlag. Natürlich, wenn jetzt einige Leute einige Symptome von dem haben, was du gerade geschildert hast. Heißt das denn noch nicht, dass sie diese Erkrankung haben, die du hast? Nee. Das ist ja alles sehr kompliziert. Aber ich habe auch eine CD gemacht, wo die Symptomatik drauf ist, wo Befunde von mir drauf sind. Ich wollte dich erstmal ich wollte dich mal fragen, gibt es denn irgendeine Internetseite, die man anklicken kann, um sich zu informieren? Kannst du da einen Tipp geben? KEAC. Es gibt eine KEAC, heißt die. Das ist KEAC. Das ist eben der Dr. Kamstieg. Da gibt es auch in Deutschland eine, ich habe jetzt die Unterlagen nicht da. Ich habe also alle möglichen Infos, ich habe die Bücher. Ich habe mich natürlich über beide Krankheiten, die Schilddrüsenkrankheit Hashimoto, die auch oft in Deutschland runtergespielt wird. Nehmen Sie doch einfach die Schilddrüse raus. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die auch mit dem Immunsystem. Weißt du mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen hilflos. Ich merke, wie engagiert du bist. Ja. Und du willst natürlich auch eine Botschaft loswerden. Ich möchte, dass mehr Leuten geholfen wird. Ja. Und ich verstehe nicht, ich weiß jetzt, dass es einen Weg gibt, diese Krankheit in den Griff zu kriegen. Ja, aber dafür muss man wissen noch nicht mal, dass sie die Krankheit haben. Aber da muss man ja erstmal, genau wie du sagst, wissen, ob man diese Krankheit hat. Und das können wir hier natürlich nicht leisten und das kannst du auch nicht leisten. Deswegen war meine Bitte, gibt es irgendeinen Hinweis auf ein Internet, wo man sich mal ein bisschen schlau machen kann? Ja, eben, es gibt diese KEAC und es gibt allgemein HPU, kann man gucken. Ach so, Wenn man HPU eingibt, dann gibt es auch schon Internetforen, wo allerdings die Leute wenig wissen, weil die das Medikament auch noch nicht haben. Es gibt noch ein zweites, man kann einen Test machen bei einer Firma Sension in Augsburg. Das würde ich jetzt auch mal nicht hier weiter verbreiten wollen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie seriös aber das ist. Darum geht es auch gar nicht. Es geht auch darum, dass ich darunter auch, ich habe Schuldgefühle meinem Freund gegenüber, den ich während der Krankheitsphase, ich kann ihm nicht zurückgeben. Ich bin also,
ich bin so schlapp, dass ich also mit ihm auch teilweise keinen Sex haben kann, größtenteils. Mhm. Also du merkst, wir haben jetzt eine große Anballung von Themen, nämlich diese sehr komplizierte Thema deiner Erkrankung und das Thema dieser sogenannten HPU-Erkrankung. Mhm. Wenn sich da jemand jetzt in irgendeiner Weise interessiert, dann möge er wirklich mal einfach mal ins Internet gehen und unter HPU gucken und sich selbst schlau machen. Was deine persönliche Problematik, die daraus resultiert, jetzt noch angeht, möchte ich dich jetzt wirklich nicht einfach abwimmeln, sondern biete dir wirklich an, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen, sonst kommen wir zu sehr durcheinander mit den ganzen Themen. Mhm. Bist du einverstanden? Marianne, dann würde ich sagen, du legst auf und wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, okay? Mhm. Ja, okay. Alles Gute, alles Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Iris, 49 Jahre alt. Hallo Iris. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir, Iris? Ja, ich habe dich zum ersten Mal heute gehört. Ja. Ich habe so über die Kanäle gezappt. Mhm. Und also ich habe meinen Mann letztes Jahr im Februar, Ende Februar verloren. Mhm. 2 Monate davor meine Mutter, beide an Krebs. Mhm. Mein Mann habe ich gepflegt. Ich war jetzt auch 8 Wochen in psychosomatischer Behandlung. Mhm. Aber irgendwie, ich sehe irgendwie keine Perspektive und ich brauche einfach jemanden zum Reden. Mhm. Also der Todestag jährt sich jetzt bald? Am 26. Februar. Am 26. Ja. War dein Mann lange erkrankt? Nein, es ist erst im Juli festgestellt worden letzten Jahres. Mhm. Er hatte 2 Wirbelbrüche. Mhm. Die sind ich komme aus dem Kreis Uelzen, in Lüneburg wurde das festgestellt, in Eppendorf in Hamburg wurde er operiert, mhm. wurde da noch 4 Wochen da behalten und von oben bis unten gescheckt. Aber keiner wollte uns die Wahrheit sagen, aber aus dem Internet war mir schon klar, es käme nur Krebs oder Osteoporose in Frage, mhm. weil ohne Unfall brechen Wirbel einfach nicht. Mhm. Mhm. Naja, und dann nahmen die Dinge eben seinen Lauf. Ne? Er war dann nach 2 OPs war er querschnittgelähmt mhm. und ich habe ihn dann zu Hause gepflegt, so gut ich konnte. Ja. Aber ich konnte ihm seinen letzten Wunsch nicht erfüllen. Er wollte zu Hause sterben. Er hatte auch eine Patientenverfügung, dass nichts gemacht werden durfte. Ja. Hat also auch die letzten 4 Wochen nicht mehr gegessen, die letzten 14 Tage nicht mehr getrunken. Als er zu Hause war, ja. War ihm und euch da schon klar, dass er todkrank ist? Ja. Hatte man ihm das dann da gesagt? Ja, er hatte dann drauf bestanden und in Hamburg kam dann eben ein Krebsarzt, der mich dahin nach Eppendorf gerufen mhm. hatte mhm. und der eben mit mir reden wollte, weil eben mein Mann dieses Fach mhm. Chinesisch nicht so versteht mhm. wie ich. Mhm. Ja. So, der letzte Wunsch deines Mannes war, dass er nicht im Krankenhaus stirbt. Dass er zu Hause bleibt, ja. Mhm. Er war zwar immer, weil wir hatten auch einen Ergotherapeuten, der 2-mal die Woche kam. Und dem hat er dann immer gesagt, er will mich nicht belasten, deswegen wollte er in ein Hospiz. Mhm. Und der Ergotherapeut hat mir das dann aber gesagt, weil wir hatten das eigentlich mit dem Hospiz schon angeleiert, aber mhm. ich dachte ihm zuliebe und nicht mir zuliebe. Mhm. Als ich das dann erfahren habe, natürlich nicht, habe ich ihn natürlich zu Hause behalten. Mhm. Und weil ich habe ihn auch über alles geliebt. Und aber er ist dann nicht zu Hause gestorben? Nein, ich habe ihn 1 Stunde bevor er starb, er wurde mehrfach abgeholt ins Krankenhaus. Ja. Immer wenn zu dolle Schmerzen waren, dass er neu eingestellt wurde mit Morphium und so. Und aber wir hatten dann eine Möglichkeit gefunden über eine Pumpe, die nur unter die Haut ging, mhm. also die Nadel nur unter die Haut, subkutan, was zwar vom Pflegedienst und vom Arzt eingestellt wurde, aber wo ich dann eben selbst das alles machen konnte sonst mhm. und kein Pflegedienst eben da sein musste mhm. ansonsten. Aber und das Letzte war eben kein Abschied. Ich habe was falsch gemacht. Also er ist dann, die letzte Stunde seines Lebens war er im Krankenhaus, kann man das so sagen? Ja, es war keine ganze Stunde. Ja. Da warst du nicht dabei? Nee, das ist ja das Schlimme, ich mhm. war nicht dabei. War er dabei Bewusstsein? Ja, er war aber Bewusstsein. Mhm. Das heißt, er ist alleine gestorben? Er ist alleine gestorben, ja. Mhm. Und du machst dir Vorwürfe? Ich mache mir Vorwürfe, mhm. ja. Wobei dieser Krankenhausaufenthalt durchaus nötig war und wenn das
gut gelaufen wäre, wäre er nach ein paar Stunden wieder zurückgekommen. Ja, wie es immer war. Wie lange dauert? Ich habe gedacht, wie es immer war. Ja, wie lange dauerte das normalerweise? Wie lange war er dann im Krankenhaus? Normalerweise immer habe ich eine Stunde, nachdem er abgeholt wurde, da angerufen. Mhm. Und dann konnte er mir sagen, welche Station er ist. Und dann habe ich ihn entweder noch abends, wenn das Wetter dementsprechend war, oder am nächsten Morgen besucht. Ja. Aber ich hätte stutzig werden müssen, weil die Sanitäter am Krankenwagen mir das erste Mal sagten, haben sie mir vorher nie gesagt, möchten sie sich von ihrem Mann noch verabschieden. Das haben sie mir vorher noch nie gesagt. Diesmal haben sie es mir gesagt, ich hätte es merken müssen. Das heißt, du meinst, die haben das irgendwie gesehen, dass sein Zustand so ernst ist, dass er eventuell versterben würde? Ja, er hatte Atemnot. Mhm. Das war anders als sonst. Und ich hätte es merken müssen. Ja, du hast es aber in dem Moment, hast du es nicht so registriert. Ich habe es absolut nicht registriert. Mhm. Ich habe Gedanken im Kopf gehabt, die ganz daneben waren, weil wir hatten Blitzeis die Nacht am 26. Februar. Ja. Ich habe mir gesagt, wenn ich mitfahre mit dem Krankenwagen, komme ich nicht nach Hause, weil ich hatte kein Geld in dem Moment. Ich hätte also nicht mehr mit der Taxi nach Hause fahren können. Ich habe die blödesten Gedanken gehabt. Ja, das sind aber so Gedanken, die man dann halt auch im Alltag dann so denkt. Aber lass mich mal etwas von ganz außen, ich bin ein ganz neutraler, objektiver Mensch für dich, jetzt ein fremder Mensch quasi. Du hast ihm ja im Großen seinen Wunsch erfüllt, dass er zu Hause bleiben konnte. Ja, du hast ihn nicht in ein Hospiz verlegen lassen. Nein. Und du hast das getan, was medizinisch immer notwendig war, nämlich er musste in gewissen Abständen ins Krankenhaus, um neu eingestellt zu werden. Ja, das war aber, ja, das letzte Mal davor war das am Heiligabend, wurde er abgeholt. Ja, und dann hatte ich ihn bis dahin, bis Februar dann, bis Ende Februar zu Hause. Ja, aber das ist für mich jetzt erstmal als Außenstehender, dass eigentlich alles so gemacht worden ist, wie er es wollte. Dass jetzt dieser unglückliche Umstand gekommen ist, dass er genau in der Stunde verstorben ist, als er im Krankenhaus war. Du auch noch wegen Blitzeis und weiß ich was alles dann nicht mitgefahren bist. Ist eine schlimme Verstrickung, eine unglückliche Verstrickung. Aber du brauchst dir da auch keine Vorwürfe zu machen. Ich habe Albträume deswegen. Und ich habe das Gefühl, dass er mich nicht loslässt deswegen. Aber du hast doch alles getan im Rahmen dessen, was du tun konntest für deinen Mann. Nein, ich hätte nicht ans Geld denken dürfen. Gut, das stimmt. Da hast du recht. Das war falsch. Aber vorher, bis er ins Krankenhaus gefahren wurde, hast du alles gemacht? Ja. Das ist schon mal wichtig, das halten wir mal fest. Das finde ich ganz wichtig. Stimmt, ich habe alles gemacht. Ja, das ist ganz. Ich habe ihn gepflegt, ich habe ihn gewickelt, ich habe alles gemacht. Und du warst für ihn da und du hast ihm in die Geborgenheit gegeben. Ich habe eigentlich sogar vergessen, dass er sterben wird, weil irgendwie habe ich mich, wie soll man sagen, daran gewöhnt, ihn zu pflegen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe es sogar geliebt, ich hätte es ewig machen können. Finde ich alles ganz wichtig. Das darfst du nicht verdrängen. Ist mir völlig klar, dass du in deiner Schuld alles andere vergisst. Aber das darfst du nicht. Das andere wiegt viel mehr als die kleine Schuld, sag ich mal, die auf dir lastet. Dass du da an das Geld gedacht hast. Aber das ist auch irgendwie, du hast ja nicht an das Geld gedacht, hast abgewogen, denn das Geld ist wichtiger als der Mann. Das war so, ich sag mal, eine normale Überlegung, die man so hat in einer solchen Situation. Ja. Aber ich gebe dir recht, das würde mich auch beschäftigen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich, wiegt viel, viel gewichtiger ist für mich, was du vorher getan hast. Was du vorher Gutes für deinen Mann gemacht hast. Das ist wichtig. Danke. Das finde ich ganz wichtig. Dankeschön. Aber jetzt hast du nach wie vor, du hast das Gefühl, dass du nicht loslassen kannst oder er dich nicht loslässt. Ja, ich habe das Gefühl, dass er mich nicht loslässt. Vermutlich kannst du nicht loslassen. Aufgrund diese Gedanken, die du gerade geäußert hast. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich schaffe es nicht. Du hast gesagt, dass du auf einem Seminar warst. Ja, ich war 8 Wochen in der psychosomatischen Klinik stationär. Wurde darüber viel gesprochen, auch über diese? Ja, natürlich, weil vorher war ich 3 Wochen im Klinikum, weil ich habe auch Morbus Crohn, ich bin auch nebenbei noch ein bisschen krank. Ach, das auch noch. Ja, naja, das ist nebensächlich. Naja. Und da meinten die aber, meine Schmerzen wären wohl nicht nur organisch bedingt, sondern auch psychosomatisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann schickt mich dahin, dann mache ich das. Und die haben mir dann auch einmal alles gesagt, was falsch ist. Und dann an dem Brief, den ich dann jetzt gekriegt habe, den Arztbrief, den endgültigen, so steht da so ungefähr drin, ist ja alles ganz und toll. Und sie war sehr verwirrt und
ja gut, es muss Trauerarbeit geleistet werden und sie muss weiterhin ambulant behandelt werden, aber sie nimmt das ja alles so ungefähr nicht an, kriege ich dann zu hören. Also steht da in dem Brief, das hat mir da keiner gesagt. Was auch schlimm ist, wenn man das so liest dann. Ja, ja, das so steckt man auch nicht so weg. Ungefähr, sie will sich ja nicht helfen. Ja, ja, so hört sich das an, ja. Ja, und das fand ich schon ein bisschen hart, weil ich will ja eigentlich, weil ich will aus diesem Rückzug zurück, weil ich habe mich ja absolut zurückgezogen, keine Freunde, kein Nichts. Wollte ich gerade fragen, hast du Leute um dich herum? Nein. Keine mehr. Ich habe zwar meine Tochter, die oben wohnt, wir sehen uns vielleicht auch einmal am Tag, aber ich bin eigentlich zurückgezogen. Ich, wie soll man sagen, ich sitze den ganzen Tag im Bett und gucke Fernsehen. Oder was natürlich völlig falsch ist. Ich gehe eigentlich nicht raus. Wie alt war denn Mann eigentlich? 55. 55. Das ist genau, glaube ich, das Falscheste, was du tun kannst. Dieses sich bewusst zurückziehen, den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. Ja, ich habe irgendwie immer Angst, rauszugehen und konfrontiert zu werden. Du bist eine Frau, ich habe den Eindruck, dass wir gut miteinander reden können und dass du auch eine sehr, sehr, sehr selbstbewusste Frau eigentlich bist. Eigentlich bin ich sehr selbstbewusst. Ich habe schließlich meine Kinder fast alleine aufgezogen, kann man sagen. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei Töchter, die eine ist 27, die andere 21. Wärst du ein Typ, der auch in eine Selbsthilfegruppe gehen würde? Ja, natürlich, aber sowas gibt es bei uns in der Gegend leider nicht. Aber du wohnst im Hamburger Raum, habe ich jetzt gehört. Im Uelzener Raum. Ja, wie weit ist Hamburg entfernt? 80, 90 Kilometer. Ah ja, das ist ja doch schon weiter. Ja. Dennoch. Ich fände das, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn du Kontakt zu einer Trauer-Selbsthilfegruppe aufnehmen würdest. Ja. Wir werden mal versuchen, dir behilflich zu sein gleich, ob in deiner Umgebung da irgendwas zu machen ist. Das wäre lieb. Ja. Das wäre nett, weil ich habe nichts gefunden. Ich habe jetzt auch durch Umzug, weil ich bin ja die letzte Zeit auch aus der großen Wohnung raus und umgezogen und habe noch kein Internet bislang, kriege ich ab morgen aber wieder. Mhm. Ab morgen habe ich endlich auch wieder Internet. Mhm. Und ansonsten von Zeitung und her, ich konnte nichts finden. Ich glaube einfach, Iris, dass du den Schritt raus in die Welt und ins Leben machen musst. Und der Schritt ist, glaube ich, einfacher ins Leben, wenn du den gemeinsam mit Leuten machst, die ähnliche Schicksale hinter sich haben, die ähnliche Gedanken haben und ähnliche Gefühle. Ja, wäre vielleicht gut, ja. Man kann, nicht jede Selbsthilfegruppe ist wie die andere und manche funktionieren auch nicht. Man muss mit den Leuten ja auch klarkommen. Aber es ist zumindest ein Versuch, finde ich. Mhm. Ja. Hilft dir der Gedanke, oder ich weiß nicht, ob du ihn schon gedacht hast, was wohl dein Mann dir jetzt da raten würde? Was der mir raten würde, weiß ich. Was denn? Das hat er mir am Totenbett schon geraten. Na? Ich soll zusehen, dass ich einen neuen Mann finde. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Seh zu, dass du einen neuen Mann findest. Finde ich ganz, ganz toll, Iris. Weißt du, warum ich das toll finde? Ich habe auch jedes Mal, wenn ich nur daran denke, ein schlechtes Gewissen. Weißt du, warum ich das so toll finde? Warum? Weil mir das sagt, dass dieser Mann dich wirklich geliebt hat. Ja, das hat er, das stimmt. Ja, denn das sagt nur jemand, der wirklich liebt und das Glück des anderen möchte. Wenn das irgendein Egomane oder ein Egoist gewesen wäre, hätte er das nicht gesagt. Das war er bestimmt nicht. Das war er nicht. Was für ein großes Liebesgeständnis, wenn man das auf dem Totenbett sagt. Ja. Finde ich, mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich finde das ganz, ganz, ganz groß. Ja, ich habe auch gedacht, sowas gibt es nur in Kitschfilmen. Das hat er zu dir gesagt. Ich habe es erfahren müssen, dass sowas nicht nur in Kitschfilmen gibt, ja. Mhm. Aber Iris, nimm doch das als deine Kraftquelle. Nimm doch diesen wahnsinnigen Satz als Kraftquelle, wieder ins Leben zu gehen. Dass du genau das machst, erfülle den Wunsch deines Partners. Du musst ja nicht gleich einen anderen Mann, darum geht es ja gar nicht. Nee, es geht darum, kann ich auch nicht. Nein, darum geht es auch gar nicht. Aber es geht darum, dein verstorbener Mann hat dir letztendlich gesagt, bevor er gestorben ist, werde wieder glücklich. Ja. Werde wieder zufrieden zumindest. Und letztendlich hat er dir gesagt, klammer dich nicht an mich fest, an mich, den Toten. Das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Das stimmt. Das würde ich mir immer und immer wieder vor Augen führen und in den Kopf reinhämmern und somit versuchen, all die anderen schlimmen Gedanken loszuwerden oder zumindest dagegen anzugehen. Ja, ich werde es versuchen. Ja. Liebe Iris, jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, diese Mono, ruft dich an wegen der Selbsthilfegruppe. Mhm.
Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's von uns. Die erste Nacht im Jahr 2006 von Domian. In der Technik war Johanna Knura. Und ich möchte euch an dieser Stelle, ein paar Sekunden haben wir noch Zeit, nochmal hinweisen auf unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Da haben wir ein eher ungewöhnliches Thema und schwieriges Thema. Das Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne mit Opfern von Frauen sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuelle Gewalt erlitten haben. Ich möchte mit Opfern sprechen und ich möchte, wenn es denn möglich ist, auch mit Täterinnen sprechen. Ihr könnt euch bei mir schon anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Morgen sind wir wieder mit einer freien Themennacht hier. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter 0800 220 50 50 und um 1 sind wir dann da. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.